Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Monster Hunter World. So, ich habe mir gedacht, ich habe ja noch so ein paar kleine Nebenquests, wo ich für die Küche ein bisschen Material besorgen soll. Warum da nicht mal eine neue Waffe ausprobieren? Da kommt doch schon mit den Zwillingsschwertern nicht klar, da packt er gleich was Neues aus, mit dem er sich noch blöder anstellt. Ja, yeah, genau, warum nicht? Genau das habe ich vor. So, ja, ja, Schlucht und so weiter und so fort. Aber halt nicht, optionale Quests, genau, hier, Stufe 2. Wir sollen ja noch so ein paar Kabeljaus und ein paar von den Vespoiden fangen und das habe ich jetzt vor. Und damit traue ich mich tatsächlich auch mit einer neuen Waffe loszuziehen. Mit der ich schon ein klein bisschen was gemacht habe. Nichtsdestotrotz esse ich erstmal was. Weil es eigentlich immer dazu gehört, und zwar esse ich hier sowas Gesundes. Weil wegen Verteidigung und so. Keine reine Sammelquest, wo ich hier dumm durch die Gegend schleiche, sondern tatsächlich was kaputt machen soll, dann kann ich es auch aufnehmen, dann muss es nicht aufgeben. Haben wir 50 Minuten Zeit, so ein paar Kabeljäuchchen zu fangen. Die Folge geht nur 30. Ich gehe davon aus, ich werde es innerhalb von der Folge schaffen. Und hoffe auch, dass ich dabei nicht allzu oft ohnmächtig werde. Wobei das ja nur passieren kann, wenn ich jetzt irgendeinem dicken Viech über den Weg laufe, das ich nicht mag. Wer oder was seid ihr hier? Okay, der wird uns beim Forschen helfen. Bin ich jetzt nicht wirklich böse drum. Hilfe kann man immer brauchen, besonders ich. Das ist nix. Okay. So, die Kabeljau-Viecher waren hier im Sumpf gewesen. Aha. Wenn man die tritt, kriegt man also... Da ist er schon. Doch. Haben wir schon mal zwei so Kackviecher. Sieben davon brauche ich. Dann werde ich wohl noch ein paar suchen müssen. Und Schlafkraut ist auch immer gut. So, nachdem die hier im Wasser irgendwo rumdümpeln, werde ich die vermutlich auch tendenziell im Wasser finden. Wobei es hier natürlich auch noch den ganz dicken Oberfisch gibt, den
Juradados. Glaube ich, war das. Und die Suche nach den Fischen bringt uns in seine Nähe. Zumindest war der beim letzten Mal da hinten gewesen. Muss ja nicht sein, dass er da jetzt auch rumstrawenzelt. Guck mal, hier sind noch mehr von den Fischen. Au, 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 au. Nicht. Oh. Lass dieses, weil sonst jenes hier. So. Zack. Haben wir es ja schon. Hey! Und auch so ein Fisch von der Seite angeschreut. So. Kann ich die Fische, darf ich die vielleicht noch ernten? Oder haben die anderen scheiß Viecher was dagegen? Ich meine nicht, dass ich den Quatsch von den Fischen unbedingt bräuchte. Aber ich meine, wenn wir sie schon kaputt machen, dann zerlegen wir sie auch. Nehmen sie mit. So. Haben wir zwei Stecherkapseln. Das, ja, ob das gut ist oder nicht, keine Ahnung. Aber wir haben die Quest erfüllt. Sträuche kriegt eine Wurst und alles ist gut. Okay. Jo, Kanji wurde eine neue Zutat hinzugefügt. Ja, ja, Leber. Leber. Ja. Nicht meins. Ach, und den Beutel zurückgeschossen. Das, mich eigentlich sehr gut. Anek. So, große Monster fangen werden wir mit Sicherheit. Ach nee, fangen. Aha. Ja, werden wir auch mit Sicherheit machen. Aber nicht in absehbarer Zeit. Ich glaube, fangen werde ich meine Monster überwiegend im Off-Camp. Weil es mir einfach sehr leicht passiert, dass ich sie dabei aus Versehen töte. Oder die Falle so dumm platziert, dass das Viech überhaupt noch nicht bereit ist, gefangen zu werden. Auch ungünstig. So, ich könnte diese Waffe hier weiter verstärken und dann auf Wasser gehen. Und das will ich nicht, weil ich habe schon meine ganzen Zwillingsschwerter auf Wasser. Ich möchte ja hier was haben, wo ich dann auch ein anderes Element drauf habe. Und dann sagen zu können, ich mache unterschiedliche Elemente mit unterschiedlichen, beziehungsweise unterschiedliche Monster mit unterschiedlichen passenden Waffen. Dafür muss ich mich natürlich auch ein bisschen drauf einspielen. So, wir machen wieder eine neue Quest bekannt. Und zwar haben wir von den optionalen Dingen hier noch den Kammerjäger. Ich soll 14 Vespoiden töten.
Ob das jetzt die passendste Waffe dafür ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wo die... Ja, gut, die sind... Moment. 11 ist da unten, die sind bei 12, 8 und 9. Glaube ich. Wir gehen mal das Lager 11. Und gucken mal, was sich denn da so tut. So. Das heißt, ich hätte da ein Fischgericht, Verteidigung hoch ist. Essen wir halt mal Fisch, Wochen auch Misch. Man kann das ja mal machen. Vielleicht ist ja heute sogar Freitag, wenn die Folge kommt. Ich weiß es nicht, weil das lege ich ja erst fest, wenn ich die Folgen abgedreht habe. Aber tun wir einfach mal so, als wäre Freitag und heute wäre Fischtag. Nicht aber Freitag. Doch, ist. Nein, es ist aber scheiße. Also beim Aufnehmen jetzt. Es war mal Freitag vor ein paar Stunden. So, Kammerjäger. Das ist jetzt so eine Sache, die weiß ich jetzt nicht, ob ich die tatsächlich in der Zeit geschossen krieg. 14 von diesen Mistmücken zu erhauen. Seit meiner Kindheit habe ich die Geschichte zigmal gelesen. So, passt. Das ist schön. Das war aber, glaube ich, nicht besonders hilfreich. Okay, die Knochen plündern hilft mir jetzt nicht wirklich viel weiter. Aber das Zeug hier bringt mich weiter. Hier unten alles Springnüsse. Feuernüsse, lauter Nüsse. Raus. Ach, ich habe ja noch gar nichts auf der Schleuder, dann sollte ich vielleicht das Zeug da mal mitnehmen, das Leuchtemoos. Dann habe ich zumindest irgendwas, mit dem ich rumschießen kann. Wenigstens runter hier. So. Es ist schön, dass du jetzt leuchtest. Das hilft mir mal so gar nicht. So, wie kriege ich dich denn dazu, jetzt hier runter zu kommen? Irgendwas anderes, womit ich da drauf schießen kann, damit die
Steine oder so? So, jetzt leuchten sie alle. Jetzt habe ich nichts mehr. Ey, das ist aber doof. Ich kann mit der Waffe einiges, aber nicht nach oben schießen. Das hier für ein Nest? Wyvern-Eier-Nest? Kommt ihr, wenn ich ein Wyvern-Eier-Nest habe, um mich zu nerven? Scheinbar auch nicht. Jetzt mit euch. Wie kann ich euch wehtun? Nicht mit Kraut. Wenn aber irgendwo Steine oder sowas sein. Eine schwierige Höhle. Da war der Diablos gewesen, glaube ich. Aber nicht heute, okay. Jetzt laufe ich doch noch rum und suche. Dummen Kackwespen. Weil ich sie hier nicht runterkriege. Okay, Schleuderfuck. So, okay. Ach, das ist das 13 Dings da. Bleib friedlich, dann tue ich dir vielleicht auch nichts. So. Ich gehe einfach. Nur hier die. Schauen wir mal auf die Karte drauf. Die Vespoiden, genau, die will ich haben. Käfer haben ihr Ziel erreicht, das ist schön. Aha. Damit kriege ich die auf jeden Fall schon mal runtergeschossen. Das waren jetzt zwei. Das ist ja dann eine doch sehr nervige Quest. Heieiei.
Nun gut, nun gut. Sammeln, Schleuder, Fallen, einheimisches Leben. Die zählen nicht unter einheimisches Leben, toll. Kleine Monster, genau. Da ist noch so ein Vespo-Dings. Treffen musst du schon. Hoffentlich geht das auch mit Steinen. Ja, es geht auch mit Steinen. Brauchen wir nur mehr von. Zerlegen kann man die Schiede auch noch. Okay. Aha, und wenn ich sie damit zerlege, dann vaporieren sie. Das heißt, am besten nehme ich sie mit Steinen auseinander. Strolchi, du bist klasse. Er hat eine Wespe erschlagen. Steine wieder. Die kommen hier reihenweise an. Dann geht es ja doch schneller als befürchtet. Vespuidenpanzer, ob wir uns daraus auch irgendeine Rüstung machen können, müssen wir nachher mal gucken. Einen müssen wir noch. Der fliegt auch da und ich habe aber auch nur noch zwei Steinchen. Hör auf zu fliegen, sonst treffe ich dich wieder nicht. Und da hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Okay, war ja gar nicht so schlimm. Ich hatte da jetzt schon was Düsteres und Wilderes befürchtet. Also nicht wegen den Vespuiden, sondern wegen dem Runterschießen-Zeugs. Also da hätte ich jetzt auch mit nur der Steinschleuder hingehen können, das hätte ich
ich jetzt nicht so eine dicke, fette Waffe mit mir rumschleppen müssen. Aber wer weiß ja, wie man sonst so über den Weg läuft. Ja. Man kann das mit Sicherheit auch irgendwo beschleunigen. Was bist denn du eigentlich für ein Pleitegeier? Da ist noch einer. Gut, wir fliegen jetzt zurück. Das rentiert sich jetzt nicht mehr, dass ich die mal einfach auf den Kopf hau. Ich sage, Sträucher hast du fein gemacht. Kriegst eine Wurst. Gut, Folge der ruhigeren Natur. Aber auch das muss mal sein. Haben wir mal Miniaturmonster gejagt? Ja, Beutezugzentrale, da haben wir wieder was abgeschlossen. Ja. Ja, kann man. Ich will das jetzt nicht vorlesen. Warum quatschten du so viel? Ich sammle 5 Insekten. Und sammle 3 Insekten. Haben wir alles gemacht? Und was haben wir hier noch gemacht? Haben wir ja einiges gemacht. Sammelplätze, Quests, Wildturmödnis. Da fast keine. Quests mehr. Knochenhaufen, weil da drin blühte ich sowieso immer. Und Pilze muss ich auch sammeln. Oder sammle ich immer. So, gut, dann schauen wir jetzt noch, ob wir für die Wespen. Da gibt es einen Eintrag im Monsterlexikon für, da bin ich mir fast sicher. Na ja, gut, kein nennenswerten. Dann schauen wir doch kurz um. Ja, mit dir rede ich schon noch. Ich habe bloß momentan Wichtigeres zu tun, als deinen blöden Zockermarkt daraus. Beziehungsweise nein, mit dem soll ich reden, weil der eine Idee hat, wie ich eventuell den Anjonat los werde. Bloß vor dem drücke ich mich halt noch. Für den Anjonat sind meine Wasserwaffen definitiv gut. Keine Ahnung, was der jetzt noch für Ideen hat. Und ob ich ihn mit meinem aktuellen Equip, also dem Anjonat, überhaupt gewachsen bin. So. Das je verrückter, desto besser neues ausprobieren. Das hatten wir alle schon. Mal schauen, was wir heute hämmern. Ich wollte schauen nach. Genau. Da gibt es ein ganzes Set von. Okay. Gucke ich aus wie Biene Maya, so ein bisschen. Hat einen Versteidigungsstatus von 40. Nicht so gut gegen Feuer, aber gegen Drachen und alles andere. Und das ist nur 10 besser. Rentiert sich das, wenn sich das zusammenklumpt? Also Eisenerz, Lachiterz, das habe ich alles auch von den. Gegen Fischmonster vielleicht gar nicht ganz verkehrt. Schauen wir mal, ob wir uns sowas zusammenbasteln hier mit dann dieser Waffe. Kann ja einfach mal. Warum nicht? Machen wir mal den Hut. Ich muss es ja jetzt nicht anziehen.
Ansonsten muss ich halt nochmal irgendwo zwischendrin ein paar von den Vesperiden. Nein, ich will es nicht ausrüsten. Ich wollte es nur haben. Ja, die Brust auch. Wahrscheinlich gibt es stärkere Sets, die ich jetzt gerade ignoriere. Aber das Jura-Todor-Set wollte ich definitiv nicht. Das schaut mir viel zu klumpig aus und das hier ist dann doch einiges eleganter. Mal schauen, wo mir das Material daraus geht. Ob das wirklich jetzt an einem Wunsch durchgeht? Oder eben nicht. Hier beim Gürtel und danach brauchen wir die Schüchen noch und wenn die jetzt auch noch passen, dann, dann bin ich eigentlich glücklich. Komm, wir rüsten das jetzt doch gleich aus. Das andere Zeug werde ich auch noch anlegen und dann speichere ich mir das Kasten Set ab, so wie ich es angelegt habe, weil das mit dem Anti-Flammen-Set habe ich mir ja auch schon gespeichert. So, okay. Ist alles gut. Deck-Truhe. Ausrüstung ändern. Das, das und das. So, verwalten ist der Knopf und damit speichere ich dann das Set auf dem Slot. Und wenn ich jetzt hier auf dem A drücke, dann kriege ich mein ganzes anderes Set wieder mit meinen Wasserzeugs angezogen. Finde ich sehr elegant und sehr schön. Sollte ich mehr Gebrauch von machen. Also, ja. Gut, aber damit würde ich sagen, ja, ruhige Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Beim nächsten Mal gibt es höchstwahrscheinlich wieder mehr Action. Jetzt muss ich mal gucken, was ich als nächstes mache. Wahrscheinlich rede ich beim nächsten Mal mit diesem Jet-Botaniker. Weil die Quest einfach da ist und weil es damit vorangeht. Ja, wenn es euch interessiert, wie oft ich ohnmächtig werde und wie stark ich verkacke, dann schaltet einfach beim nächsten Mal. Ich schaffe es ja auch. Bis dahin, tschüss.